Korrekt. Duanga, lass auf Streife fahren mit Hamza. Ja, wir fahren. Er telefoniert noch mit Breitenarsch. Ja. Hamza, er war in einer Sperrzone. Er soll die Fresse halten. Wir können mit ihm machen, was wir wollen. Alles klar, Breitenberg. Ich kümmere mich drum, ja? Jo, ciao, ciao. Was hat er gesagt? Mein Kopf gefickt. Wie wäre es einfach mit ihm mal kurz darüber zu sprechen? Du sollst dich fernhalten von denen. Okay, jetzt hat er selber Schuld. Oh mein Gott. Jetzt hat er selber Schuld. Ich schwick macht ihn den ganzen Tag. Jetzt hat er selber Schuld. Russland, woher kennst du okay. Hamza? Okay, ich werde es... Lass auf Streife fahren. Hopp, hopp. Ja, dabei. Komm, Hamza. Okay, Duango, habt ihr das Video schon gemacht? Ja, welches? Nein, wir fahren noch einen Stein. Wegen Gummigeschoss? Ja, wegen Gummigeschoss, ja. Komm, wir fahren auf Streife, Hamza. Komm, let's go. Das wird interessant. Ich freue mich auf diese Interviews. Geht schon mal vor Richtung Parkplatz. Hamza, wir können diese Vollidioten hier benutzen für uns. Wir gehen jetzt keine Kartell. Ich will mit Breitenberg einen Spuk in Fresse. Dann werden die aggressiv und machen uns fertig. Okay, pass auf. Was hältst du davon, wenn ich mit denen woanders hingehe und du gehst alleine dahin und dann nehmen wir das auf? Damit du nicht dabei bist? Nein, nicht deswegen. Warum dann? Weil wenn ich dabei bin, wird Breitenberg niemals was machen. Stimmt. Ihr geht... Ich tue so, als ob ich die alleine fick machen will, aber ihr seid versteckt ich kann mitkommen. Das Problem ist, wenn ich mitkomme, bei mir wird er das nicht machen. Du hast recht. Du bleibst mit Jizzy. Okay, mit Jizzy. Komm. Ja. Steigen Sie ein! Wir haben einen Plan. Haben Sie erklärt einen Plan unterwegs? Natürlich, der. Ey, Jungs, das nächste Mal fahrt ihr auch nicht von hier mit. Keiner soll das sehen, okay? Haben Sie erklärt einen Plan? Hört zu. Ihr werdet gleich ein bisschen was aufnehmen müssen. Duanga wird sich gleich mit Breitenberg treffen und wird bei denen vor der Tür werden die sich unterhalten. Und ihr müsst alles aufnehmen, was da passiert, okay? Es könnte sein, dass Breitenberg ein Messer zieht, eine Waffe zieht oder sonst irgendwas. Ja, natürlich. Okay? Wir lassen jetzt Duanga irgendwo in der Nähe raus. Duanga, haben Sie irgendeinen Hintergrund mit Bitcoin? Ja, aua. Bitcoin hat mich angerufen. Oder nein, nein, lieber nicht. Weil, Sie fahren ein bisschen, so wie er. Ach so. Wo muss ich denn lang? Du willst doch zu den Kalis, oder nicht? Ja, richtig. Kannst du mir das so markieren? Fahren wir ins Krankenhaus. Oh mein Gott, ich hab Angst vor den Kalis. Ey, Duanga, ganz kurz. Ja? Das ist der letzte Move, den wir machen. Okay? Okay. Aber dann haben wir nichts mehr mit den ganzen Leuten zu tun. Wir machen nur noch unseren Polizeijob. Wir ignorieren jeden. Okay. Auch diese beiden Schwänze, die hinter mir sitzen, okay? Ja, natürlich. Heute also ist der letzte Tag. Schon, das heißt nicht. Die kriegen ihr Interview, okay? Ja, ja. Die lassen uns gut dastehen. Dafür sorge ich in der Zukunft, dass die einen vernünftigen Job haben und in die Sperrzone dürfen und berichten dürfen. Oh. Und sollten die aber noch einmal irgendwie irgendwelche Wörter verdrehen und ich das mitkriege, wenn das gegen das PD ist, verlieren die sofort alle Optionen, die ich denen biete. Also okay, okay, Jesse? Ja, das ist ein Deal. Ihr könnt ein bisschen berichten und Co., aber ihr werdet nicht versuchen, irgendwie das PD-Scheiße da stehen zu lassen oder sonst irgendwas. Okay. Das haben wir ja noch nie gemacht. Vollkommen in Ordnung. Okay, boah, Duanga, fahr erstmal weiter, Duanga. Russland, du bist so ein Idiot manchmal, ne? Weiterfahren. Warum? Die Mülltonnen waren da vorher nicht, ja genau. Weiter, wir müssen dich irgendwo anders rauslassen, so dass wir uns nicht sehen. Verfolgt uns weiter, nehme ich dich fest und steck dich für 90 Einheiten rein. Aua! Warte. Fast. Ah. Geht nicht. Wo sind die Kackis? Ich glaube, die planen vielleicht gegen was. Gegen uns was. Ist doch egal. Geh einfach zu denen nach Hause und du rufst dann einfach Breitenberg an. Der kommt doch sowieso, als ob der nicht kommt. Er ruft mich ja nicht an. Er geht nicht mehr rein. Ey, fahr doch vernünftig. Was machst du? Ich guck doch ins Anwesen rein. Ich kann nicht beides. Da ist eine Mauer. Lass mich fahren. Dann kannst du auch gleich aussteigen. Ah ja, da sind die. Okay, ich geh rein. Ja, gut. Geht irgendwo aufs Dach. Ey, du musst irgendwo vorne, ne, an der Tür, dass wir alles sehen. Ein Spot. Fahren Sie. Shit, Mann, ich brauche noch eine Schutzweste. Cooler Kopf, der Hausfriedensbruch begeht. Arme, Digga, alter Arme. Ich weiß gar nicht, warum du dir RP anschaust, wenn du keinen Bock auf Unterhaltung hast, sondern einfach nur diesen Move bringen willst, der am Fenster sitzt und den ganzen Tag wartet, bis er irgendeinen Autounfall der Polizei melden darf. Ja, ich habe hier alles gesehen. Ja, richtig. Zweiter Stock.
Da bin ich nur 12 Stunden von meinem Tag. Und warte darauf. Reicht doch langsam. Wo sind denn die, Digga? War doch nur Spaß von dem. Ja? Von mir doch auch, oder nicht? Wo sind die? Gar nicht wirklich so inaktiv. Die sind wahrscheinlich einfach irgendwo anders. Hallo? Hallo? Hallo, mein Freund? Wie kann ich dir helfen? Ja, ich bin ein Freund von Breitenberg. Also, ich bin der korrupte Polizeimensch von Breitenberg. Wo ist er? Breitenberg ist am Telefonieren. Sag ihm mal bitte, dass ich hier auf ihn warte. Wer sind Sie? Mein Name ist Hamza. Alles klar, richtig im Haus. Sag ihn, ich warte in sein Anwesen drinnen, ja? Alles klar. Schneller. Okay. Schnell. Hab's kapiert. Schneller. Beeil dich! Was können wir jetzt machen? Wo könnte ich mich rein theoretisch verstecken? Hä? Ich hab ne Idee. Boah, jetzt braucht man das kleine Auto in der Chat. Ich rufe Hamza an und sag ihm, er soll in Funk kommen. Ja, Duanga? Komm in Funk 1-1-2-1. 1-1-2-1. Komm in 1-2. Warte, was haben wir? Wir haben einen neuen Funk, warte. Jungs, was war der Funk nochmal von euch? Ich meine, damit wir beide alleine da reden können. 1-2-5-5. Ja, Jersey okay. Und okay. Der andere sind auch da drin. 1-2-5-5. Ciao. Hallo? Funkcheck? Funkcheck. Hey, da kommt einer hoch, maskiert, linkes Dach am Anwesen direkt. Der telefoniert gerade. Er ist auf dem Dach drauf? Nein, nicht auf dem Dach. Auf dem Dach. Der geht jetzt zu den Treppen. Ja, okay. Warum geht der nicht an, Digga? Kann es sein, dass Breitenberg uns einfach verarscht hat? Wir schauen mal. Hier ist auf jeden Fall einer, der telefoniert gerade. Ich glaube mit Breitenarsch. Oh, wir können ihn jetzt so, oh mein Gott. Keine Munition. Wir können jetzt, Cyberdolly, dankeschön. Danny, ich weiß es nicht. Der ist einfach irgendwie gekommen wie das meiste. Wie das meiste, was so die Sprüche sind. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Seht ihr irgendwas von draußen? Nee. Nein, negativ. Es sieht eher so aus, als ob Breitenberg vielleicht gar nicht hier ist. Keine Ahnung. Hast du auf, Adwanga, sind Sie auf dem Anwesen? Also hinten im Garten ist keiner. Wer ist das, Chatter-Zivilist da? Wer ist das? Adwanga, hast du Breitenberg angerufen? Mach ihn eine Sprachnachricht. Er geht nicht ran, die Arschloch bei mir. Er hat wieder Angst. Sie heulen immer rum. Also, einer steht am Eingang. Wer? Das kann ich leider nicht identifizieren. Ein Maskierter mit... Ja, er geht Richtung... Er geht Ausgang. Er spricht gerade mit Hamza. Er zeigt nach oben. Zweites Fahrzeug kommt. Breitenberg kommt jetzt. Hat er irgendwas gesagt, dass er mich auf dem Dach gesehen hat? Nee, aber der eine Zivilist weiß, dass du viel anwesend bist. Wenn du mit ihm redest, versuch auf dieser Treppe zu sein, am Eingang, wenn du verstehst, was ich meine. Dann kann ich dich, habe ich dich komplett im Blickwinkel. Du meinst diese schöne Treppe? Ja, genau, diese schöne Treppe da. Okay. Zwei Personen laufen in der Einfahrt rein. Herr Breitenberg. Guten Tag, Duanga, wie geht es Ihnen? Besser als Ihnen. Das freut mich. Ich will mit Ihnen reden. Worüber? Hamza will auch gerade mit mir reden. Warum kommen Sie nicht zusammen? Hamza? Ja. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auf dein Anwesen. Hm? Hamza ist auch auf meinem Anwesen. Nein, ich bin hier alleine. Ich sehe nicht. Gut, ich bin gleich da. 10 Sekunden. Tschüss. Ja, jetzt sind es 3 Personen. Jetzt kommt Breitenberg rein. Die Treppe bei den Garagen, wo Sie hochgehen können, da am besten. Ich habe Sie da komplett im Blickwinkel, Duanga. Genau, da geht jetzt einer hoch auf diesen Treppen. Genau da. Einer geht aufs Dach, passen Sie auf, einer geht aufs Dach. Warte mal, wo sind Sie hergekommen? Ich war immer da. Wie? Wo sind Sie gerade aus der Ecke hergekommen? Tja. Was ist bei uns auf Anwesen, hallo? Schnauze, Lukas, Toni. Zu wem ist das Schnauze? Aua! Ich hab gesehen, wie alles gut, lassen Sie sich nicht provozieren. Er darf nur mit keiner anderen Familie sich bekriegen, deswegen will er mit uns reden. Genau Hamza da, meinte, er hat ein Kontaktverbot zu einer anderen Familie. Warum darf ich das nicht? Meinte Hamza, kommen Sie hoch. Aus dem Weg, Lukas. Dein Fett versperrt mir die Sicht. Ich hab den Blickfeld, ich hab den... Was hast du, Pendejo? Verpiss dich hier, Mann. Ich will gerne mit Breitenberg... Hey! Ey, schrei nicht. Ich poli dich. Halt deine Fresse! Jetzt geh aus dem Weg, Lukas, Toni, ja? Beweg deinen Bauch woanders hin. Lukas, Toni ist aktuell der Ranghöchste hier. Lukas, Toni ist also Rang über dir, Breitenberg. Warum redet er nie? Warum redest immer du und dann nur Scheiße, hä? Er will gar nicht mit so einem Haufen Dreck, wie sie es sind, reden. Haufen Dreck, ja, aber kommst du mir... Oh, ich will mit dir mal der Polizei helfen. Ich will ihre Polizei helfen. Gut, dann lasse ich die Leute gefeuert. Die bitten mich alle um Hilfe, aber ich lasse sie gefeuert. Ist nur. Du hast... Die macht vor gar nichts, Breitenberg.
Vor gar nichts. Natürlich also nicht. Also ich finde das breite mir halt deine Fresse, steht. Lukas. Ey, guck mal, das ist das Problem. Wenn man die Personen umbringt, die ganze Fresse und beleidigen, dann hauen die alle Leute rum. Soll ich dir die Fresse einschlagen? Hörst du, erstmal halt deine Fresse, ja? Ey! Ja, haben wir alles, haben wir alles. Provozieren Sie weiter, provozieren Sie weiter. Mann? Redest du jetzt vernünftig oder nicht? Mir geht's genauso gut wie vorher, also halt deine Fresse. Redest du vernünftig oder nicht? Hörst du, Lukas? Du gehst redest jetzt erstmal ganz schnell zum Pennymarkt und holst dir eine Diät-Cola. Aua! Warten Sie, ah! Lassen Sie mal erzählen, was uns erzählt. Genau so. Ey, guck mal, hör mal zu. Benimm dich und rede vernünftig. Hä? Was willst du jetzt von mir? Siehst du meine beiden Hände, damit klatsche ich dir in die Fresse. Pap, 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 ah! Hören Sie auf, das ist ein Zeichen gewesen. Mit diesen beiden Händen klatsche ich dir in die Fresse. Pap, 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 pap. Was passiert da, Jersey? Loco, Duanga wird geschlagen von Loco Toni. Sie haben alle entspannt. Du bist schon wirklich... Vielleicht noch Breitenberg ein bisschen. Ey. Ich geb mir ein gar nichts, okay? Was? Ich nehme mir mein Signal, ich muss brechen weg und weiß alles besser. Ich will mir mal in der Wohnung reden. Halt deine Fresse. Du! Deine Hände nach hinten. Du kleiner. Ah! Loco, lassen Sie den Fuß ziehen. Ja, er schlägt ihn. Guck mal, mach Hände hoch, mach Hände hoch, du brauchst Hilfe. Hilfe, bitte! Du brauchst Hilfe. Loco! Loco! Nicht provozieren lassen, reicht. Brenn ihn weg! Er spuckt sich was selber an, der Pendejo. Alles gut, ich rufe seinen Erziehungsberechtigten. Loco! Eine Sekunde. Jürgen, hat er seine Hände nach oben. Der hat seine Hände nach oben. In deine Fresse da oben. Ich hab ihn gesehen. Und, jetzt hast du Brian den Beck getroffen. Du hast Brian den Beck getroffen. Holen Sie mal bitte Duanga von unserem Anwesen ab. Deine Fresse. Du kleiner Köter. Ja, spuck ihn ganz aus. Ah! Der bist du Duanga. Loco, jetzt kommen Sie her. Okay, das reicht. Ich soll Duanga abholen. Alles gut. Hast du deinen Kopf in Lokos Arsch gehabt oder warum ist der so rot mit Blut? Ich rede mit dir, du kleiner Köter! Was haben Sie gesagt? Sagen Sie noch was zu Breitenberg. Sagen Herr Breitenberg, Sie alles gut. Keiner von euch steckt mehr zu oder so. Macht irgendetwas. Irgendjemand hier macht wilder. Oh, Entschuldigung. Hä? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Gut. Eskalieren Sie komplett. Eskalieren Sie komplett. Dann erziehungsberechtigt das da. Lassen Herr Mutter. Raus. Kommen Sie hoch, nehmen Sie ihn mit. Er schlägt hier die Leute und bespuckt sie. Erziehungsberechter Betreuer ist das gleiche. Was steht in deine Fresse rein, hä? Hey! Was ist los? Und danke nochmal für die ganzen Informationen, die Sie mir gegeben haben. Ja, sehr, sehr nett. Und ich übrigens, ich bin nicht Breitenberg, sein korrupter Spitzel. Alles gut. Das ist so unangenehm. Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Entschuldigung. Loco, aua. Entschuldigung. Nico, nicht. Er ist ein Zeug. Entschuldigung. Einfach ignorieren. Hey! Entschuldigung. Hä? Also Hamza, Walla, findest du das gut, was er macht? Duanga, was machst du denn? Was machen Sie hier, Duanga? Hilfe! Schnell, Hamza, die wollen mich schauen! So, wir haben die wir haben die Videoaufnahmen. Jetzt haben wir was gegen die und die haben was gegen mich. Das war wichtig, Chat. Duanga, wir müssen heute noch hinkriegen, dass wir mit einer Waffe bedroht werden. Ja. So, können wir jetzt endlich gehen? Duanga, hören Sie mal zu, ja? Ja. Ab heute halten Sie sich von den Kalis fern, okay? Das ist ein Befehl. Ist ein Befehl, Loco, es tut mir leid. Du! Duanga, einsteigen. Duanga, sofort einsteigen. Ah! Er spuckt! Lauf schnell, wenn er hinter